Wir haben das große Glück, dass wir heute einen ganz großen Schatz entdeckt haben auf unserer Wanderung. Wir sind da im Hausruckviertel in Oberösterreich unterwegs, beim Demetergut Adam. Und ja, vielleicht kannst du kurz was über die Besonderheit einer Landwirtschaft erzählen. Wir haben gerade einen Rundgang gemacht und sind da jetzt im Kuhstall. Und was mir so aufgefallen ist, dass dieser Stall da so hell ist. Warum ist das da so hell zum Beispiel? Warum ist das wichtig? Weil es die Kuh einfach hell haben will, so wie draußen im Freien. Und hell ist automatisch luftig, also es sind ja nirgends Fenster, das ist alles offen. Und für mich ist einfach das Wohlbefinden der Kuh das Wichtigste. Weil wenn sie das Richtige frisst, wie da nur Heu, oder im Sommer frisst sie nur Gras, dann produziert sie mir den richtigen Kuhfladen, also der ist gesund, die Kuh ist gesund, der Mist ist gesund. Und mit diesem guten Mist, mit diesem gesunden Mist kann ich dann den Boden düngen und somit habe ich einen gesunden Boden und auf diesem Boden gedeiht man natürlich die besten Lebensmittel, die es gibt. Wenn du jetzt so den Boden als Basis für die Landwirtschaft siehst, was machst du, dass du einen gesunden Boden hast auf deinem Bauernhof? Wichtig ist einmal, Rinder am Betrieb haben, damit ich einfach eine vielfältige Fruchtfolge habe, weil dadurch habe ich Klee, Kräuter, Gräser, habe automatisch auch Bodenruhe, weil die Rinder sind dann 2 Jahre auf der gleichen Fläche ungefähr. Da kann sich der Boden entspannen, kann sich konsolidieren. Wird immer wieder gedüngt über die Kühe, mit den Kuhfladen. Der Boden bekommt ihr Yoga über das Wiederkäuern der Kühe, wenn sie dort ruhen. Und dann das nächste ist, dass ich den Boden nicht tief bearbeite, sondern nur ganz flach. Wenn ich dann wieder was. Das heißt, du verwendest keinen Pflug? Kein Pflug. Mhm. Wir schälen den Boden nur ganz flach ab, so sage ich mal 4 cm, damit die Vorkultur, einfach in dem Fall das Gras oder die Weide, abtrocknet. Und wenn das trocken ist, dann ist es eigentlich tot, weil ich habe durch das Schälen den Spross von der Wurzel getrennt, treibt nicht mehr nach. Und dann brauche ich nur noch ein bisschen Erde, die wo ich dann draufschmeiße, dass ich so kleine Dämme mache und auf diesen Dämmen mache ich dann mein Gemüse drauf oder Kukuruz oder Soja und solche Sachen, die was halt so Reinkulturen. Und die sitzen dann, diese Kulturen sitzen dann auf kleinen Mini-Komposthaufen und können dann natürlich voller Energie wachsen. Und wenn der Boden gesund ist und so voller Leben ist, dann ist das Lebensmittel auch voller Leben. Ganz klar. Ich kenne es auch zum Beispiel an meine Kühe. Dadurch, dass die auch in dem System drin sind, dass sie immer gutes Futter fressen. Dass ich eigentlich Krankheiten kenne gar nicht, Kälbergrippe oder sowas kenne ich nicht. Spielt aber auch wieder das Licht eine Rolle, die viele Luft. Ich kenne es auch an den Klauen der Kühe, dass ich sie keine Klauen schneiden muss, sondern weil die sind immer in optimaler Länge. Und das heißt, ich habe eigentlich die Kühe gut richtig versorgt. Und somit indirekt habe ich dann auch den Boden richtig versorgt und Kulturpflanzen zeigen sie mir eh, wann irgendein Problem ist. Aber es ist ganz selten, dass irgendwas auftritt. Also ich lasse da sehr viele Dinge auf mich zukommen und nehme halt viele Dinge auch als gegeben hin, so ist, wie es ist, so ist. Also es, jedes Jahr ist anders. Und einmal sind die rote Rüben groß und einmal sind sie kleiner, weil es vielleicht zu trocken war, irgend sowas. Aber trotzdem ist das System an sich funktioniert. Und wie wir da durch deinen Betrieb gewandert sind, haben wir gesehen, dass du auch 2 Folientunnels hast. Ja. Und du hast gesagt, dass du die dann wieder wechselst. Also dass sie nicht immer auf dem gleichen Boden bleiben, sondern dass du dann auch wieder die Kühe hinkommen, dass Das ist für mich ganz wichtig, weil gerade im Folientunnel werden ja auch sehr hochwertige Lebensmittel hergestellt, wie Brokkoli oder Kaffeeole, Tomaten und so. Aber der Boden braucht natürlich nur immer seine klimatischen Einflüsse. Und wenn da immer eine Folie drüber ist, also, oder der Tunnel halt, dann wird er dem entzogen und jetzt verstellen wir den Boden, also den Tunnel alle, sage ich, 7-8 Jahre, dass das wieder auf einen neuen Boden und der alte, der was unter dem Folientunnel war, kommt wieder in das System rein mit Kuhweide, Getreide,
diese Abfolge. Und Gemüse, wo es im Freien ist. Und somit kann sich der Boden wieder regenerieren und geht wieder von neuem los. Ja, und zum Abschluss noch eine Frage über Autarkie. Also wo bekommst du dein Saatgut her oder wie wichtig ist für dich das Thema autarke Landwirtschaft? Also für mich ist überhaupt sehr wichtig, erstens Saatgut, das hat der Bauer eigentlich selbst in der Hand, beziehungsweise indirekte Gesellschaft. Wir schauen natürlich, dass wir haben jetzt mittlerweile unsere eigene Körnermais-Sorte zum Beispiel gezüchtet. Hafer haben wir, alte Sorte aus der Region, Dinkel-Einkorn ebenfalls. Und wir schauen schon immer, dass wir unser eigenes Saatgut verwenden, auch bei den Kartoffeln, dass wir viel selber machen. Und das Einzige, wo wir mehr zukaufen müssen, das ist beim Gemüsesaatgut, weil mir da einfach die Zeit fehlt, dass ich mir da selbst was mache. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht findet sie plötzlich einmal einen Mitarbeiter, der in der Hinsicht sich entwickeln möchte und dann kann man da auch was machen. Ja, vielen Dank für die tollen Einblicke in die Landwirtschaft und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass das ja so ausstrahlt in die Welt und ja, dass das so diese Keimzelle wird und du viele Menschen inspirieren kannst mit deiner Arbeit. Danke, dass wir da sein dürfen.